Mit Kapitel 11. Der neue Graf. Das ist er also? So ein Gesicht vergisst man nicht. Wenn euch jemand eine Audienz beim Grafen beschaffen kann, dann Vogt Justus. Ich hoffe, Percy Hemley wird uns mehr Verständnis entgegenbringen als den Leuten von Wigley. Ich frage mich, was für ein Mensch Percy Hemley geworden sein muss, um Leute fürs bloße Wildern zu töten. Seid gegrüßt, Vogt. Ich muss mit dem Grafen reden. Es geht um eine rechtliche Sache von größter Wichtigkeit. Stellt euch hinten an, Mensch. Warten Sie alle darauf, ihn zu sehen? Was habt ihr denn erwartet an einem Gerichtstag? Ich fürchte, das wird etwas dauern. Ich suche dann mal nach Richard. Da er morgen in die Schlacht zieht, braucht er neue Ausrüstung. Hoffen wir, dass der Graf uns gegen den Bruch unseres Abkommens mit den Hemleys Unterstützung gewährt. Ich will auch mit Meg über den Verkauf der Wolle der Priorei sprechen. Wir werden einen Weg finden, die Kathedrale weiterzubauen, Philipp. Mit dem Stein und Holz, das sie uns weggenommen haben, oder ohne. Das müssen wir. Richard hat mich um Geld gebeten, aber wo ist er? Öffnet die Augen! Die Zeichen sind überall! Ja, der Prophet. Ah, doch, ein Marktschreier. Dachte ich mir schon letztes Stream. Nahrung verfault. Unsere Tiere sterben. Unsere Häuser verfallen. Kennt ihr hier den... Das Spiel... Nicht das Spiel, sondern den Film hier. Das Leben des Brian. Genau so einer. Das Ende ist da. Hören wir ihm jetzt ernsthaft zu, oder was? Wird uns zum Heil führen. Ist das so? Eine harte Hand für harte Zeiten. Es wird sich alles zum Rechten wenden. Aha. Okay. Ein Bettler. Ein armer Mann. Der Niedergang von Shiring ist ein Omen dessen, was... Ein Tuchstand. Okay, schauen wir da mal nach. Gute Qualität. Sollten wir kaufen. Ich bin nicht gekommen, um etwas zu kaufen. Ah, okay. Aber mit ihr sollten wir reden. Die Geschäftspartner anscheinend. Ihr wollt mich wohl bescheißen. Lasst uns einen Kompromiss finden. Meg, es ist gut, dich zu sehen. Ich bin hier, um das Geld zu holen, was wir bisher eingenommen haben. Verzeihung, wir waren gerade im Gespräch. Was ist das Problem? Selbst die Händler beklauen einen hier. Was für ein erbärmlicher Ort das geworden ist. Er hat bereits vor Wochen eine Karrenladung Wolle bestellt. Aber jetzt weigert er sich, den vereinbarten Preis zu zahlen. Wenn wir die Wolle zu dem von euch genannten Preis abgeben, dann würden wir nächstes Jahr wohl keine Geschäfte mehr machen. Soll das eine Drohung sein? Nein, es würde uns schlicht und einfach ruinieren. Außerdem sind andere Händler auch nicht preiswerter. Dann steckt ihr alle unter. Was war da ein Sarkasmus? Aber gut. Okay. Habt ihr den Preis auf einem Kerbholz vermerkt? Gehört ihr zum Vogt? Wer seid ihr überhaupt? Mir gehört dieser Wollhandel. Oh. Ihr ist unsere Hälfte, Aljena. Würdet ihr mir nun bitte euren Teil des Kerbholzes geben? Kerbholzhandel. Ah, der hat schon einiges auf dem Kerbholz. Wortwörtlich. Ich denke, Neuverhandlungen wären angebracht. Dieses gespaltene Kerbholz ist ungültig. Es gibt ein paar Kerben mehr auf unserem Teil. Zwei Stücke, zwei unterschiedliche Preise. Aber der Abschnitt mit den fehlenden Kerben ist dünner als der Rest. Du hast recht. Es sieht aus, als wäre da etwas weggeschnitten worden. Was? Wollt ihr mich als Betrüger bezeichnen? Ein gefälschtes Kerbholz. Die Zeiten sind hart für uns alle. Ich werde euch nicht dem Vogt anzeigen. Hm.
Diese Wolle wird nicht genug Kleidung für alle Diener meines Herrn abgeben. Ganz zu schweigen von den Hemden für ihn selbst. Wer sich Diener leisten kann und viele Hemden tragen will, sollte den Preis für eine Wolle dieser Qualität zahlen. Ja. Hohe Qualität? Ja, aber das ist keine so hohe Qualität. Jetzt, da es erwähnt, sehe ich es. Ich kann nicht so viel Geld für so schlechte Wolle bezahlen. Jetzt zweifelt er die Qualität an. Schön, dann lasst mich die Qualität meiner Wolle beweisen. Ihr könnt's versuchen. Ein Stück der Wolle, die wir verkaufen. Gute Qualität. Aha. Mach mal wieder dieses Ding. Wir waren uns über den Preis ein. Erst sagt ihr so und dann wieder anders. Behandelt ihr so eure Kunden? Ach so. Ich finde einen Experten und beweise es. Ich war ein Wollexperten. Das ist nicht der Preis, an den ich mich erinnere. Unser verehrter Kunde würde sie vermutlich für meine Komplizen. Was? Okay, zwei Spuren untereinander. Tonspuren. Ich werde nie mehr mit euch handeln. Tuchstand. Nein, ich werde die Wolle behalten. Unglaublich. Reden wir darüber. Kann Flip unser Experte sein? Die Wolle ist aus Kingsbridge. Was macht die Frau? Er hat sie schon gesehen. Wir waren uns über den Preis einig. Aber kann unser Experte sein? Was kommt von den vielen Sorgen? Wenn mein Vater nicht abgesetzt hätte, könnte ich ihm jetzt einen Kompromiss. Es ist mir gerade hier ein bisschen laut. Hat die Schlange sich schon bewegt? Wir stehen da wie Salzsäulen. Aber der Graf wird sicher bald Bittsteller empfangen. Hoffentlich bevor die Bauleute in Kingsbridge das Weite suchen, weil ich sie nicht entlohnen kann. Aha. Der Bettler vielleicht, vielleicht kann der... Nein, vielleicht sollte ich nach einer Expertenmeinung sehen. Jemand, der nicht von hier ist. Unser Graf sieht... Also er hier. Unser Graf handelt. Nein, aber ich glaube, ich habe flämische Händler in der Stadt gesehen. Aber wir sind... Dann müssen wir also den Markt verlassen. Wir müssen uns vorbereiten. Flämische Händler. Ein guter Hinweis. Flämische Händler, Münze, Brotverkäufer, Schmied, Mädchen mit einem Stück Fleisch. Dann gehen wir zu den flämischen Händlern. Bist du der christlichen Kunst nicht müde? Diese traurigen Gesichter und stumpfen Farben machen mich trübsinnig, wie diese ganze Stadt. Wohl wahr. Ich bevorzuge farbenfrohe Gemälde von den schönen Dingen im Leben. Ja, vielleicht sollte ganz ich richtig malen. Was würde dein erstes Meisterwerk zeigen? Ich würde sagen, Früchte und dekorative Objekte auf einem Tischtuch aus Damast. Zumindest könntest du dir dafür so viel Zeit nehmen, wie du willst. Obst verfault nicht so schnell. Naja. Vielleicht könnte ich meine Bilder auf dem Markt verkaufen. Du hast dein erstes noch nicht gemalt und denkst schon ans Verkaufen? Wie sieht's denn hiermit aus? Entschuldigt, würdet ihr mir eure Meinung sagen, was die Qualität dieser Wolle betrifft? Natürlich! Zeig sie uns. Oh, wie wunderbar weich. Und wie gründlich gereinigt. Keine Spur von Schmutz oder Fett. Die Fadenstärke ist außergewöhnlich fein. Und die Farbe ist gleichmäßig und hell. Geeignet für Kleider von hoher Qualität. Ich freue mich, dass wir gleicher Meinung sind. Würdet ihr dies auch einem meiner Kunden gegenüber bestätigen, wenn es nötig sein sollte? Natürlich. Schickt ihn einfach zu uns. Bei all diesen Steuern und schrumpfenden Märkten war ich mir nicht sicher, ob es sich noch lohnt, nach Shiring zu kommen. Aber für Wolle dieser Güte lohnt es sich auf jeden Fall. Vielleicht kaufen die es uns auch ab, wenn er es nicht tut. Zurück zum Marktplatz. Hier, hörst du. Und da müssen wir noch Richard suchen. Denn das Königreich des Himmels... Das ist nicht der...
Erst sagt ihr so und dann wieder anders. Behandelt ihr so eure Kunden? Nur wenige Straßen entfernt gibt es flämische Händler. Sie hatten großes Interesse an meiner Wolle. Und sie wären gern bereit, euch deren Qualität zu bestätigen. Jeder hat Freunde, die für einen lügen. Ach, Bullshit. Schade, aber es sieht so aus, als würden wir uns nicht einig. Behaltet euer Geld, guter Mann. Wir werden einen anderen Käufer finden. Ich habe ein Angebot von den flämischen Händlern erhalten. Aber ich habe es abgelehnt. Aus Prinzip, denn wir haben euch die Wolle zugesagt. Sie werden hoch erfreut sein, die gute Nachricht zu hören. Allerdings. Nein, wartet. Vielleicht können wir nachverhandeln. Mein Herr wird ungehalten. Aus Prinzip nicht, würde ich sagen. Wer weiß, ob die das uns abkaufen. Na gut. Lasst uns einen Kompromiss finden. Ihr kauft die Wolle zu dem Preis, den wir unserer Meinung nach vereinbart hatten. Warum sollte ich das tun? Ich garantiere euch fürs nächste Jahr ein Vorkaufsrecht auf meine Wolle. Die Preise steigen, wenn mehr als ein Käufer beteiligt ist. Ich weiß. Mein Herr wäre nicht erfreut, wenn ich eines Tages ohne Wolle zurückkehrte. Und er ist ziemlich jähzornig. Na, wie sieht's aus? Abgemacht. Wir sind uns einig. Ich nehme die Wolle zu eurem Preis. Sehr gut. Geht doch. Warum nicht gleich so? Unsere heutigen Einnahmen hoffentlich reicht das, um aus der Misere zu ziehen. Ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Du hast gut gelernt. Ein guter Händler strebt ein Geschäft an, bei dem sich beide Seiten als Sieger fühlen. Ich hatte eine gute Lehrerin. Noch etwas. Könntest du Ovids Amores für mich besorgen, wenn du nach Winchester kommst? Es ist ein Buch. Ja, ich kann Bruder Theobald fragen. Seine Büchersammlung ist umfassender, als der Kirche lieb sein dürfte. Dann wird er es hoffentlich haben. Vielen Dank. Keine Ursache. Okay, wir haben noch jetzt Geld. Vielleicht können wir dann... Oh, wie soll ich so meine Familie erinnern? ...zu Philipp gehen? Geduld ist eine Tugend. Okay. Wie es geschrieben steht im Buch des Matthias. Hier. Vielen Dank. Erstaunlich, wie viel Geld ihr mit dem Handel in Zeiten wie diesen erzielt habt. Ich kann es euch jetzt nur mit meiner Dankbarkeit vergelten. Und der Zusage für die Wolle im nächsten Jahr. Die Zeichen sind überall. Vielleicht reicht es mir, um die Bauleute zu halten, bis ich unsere Probleme mit Percy Hamley gelöst habe. Aber Tom meint, ohne Steine und Bauholz werden wir den Bau in einem Monat einstellen müssen. Ihr müsst mit dem Grafen reden. Ich muss Richard noch sein Geld geben. Wie viele von euch sind der Aber dann komme ich wieder, um mit euch zu warten. Wie es aussieht, werde ich hier noch lange stehen. Es ist noch ein Teil der heutigen Einnahmen übrig, aber auch den muss ich weitergeben. Okay. Dann suchen wir mal Richard, wie es ausschaut, oder? Mensch, Brotverkäufer. Wo finden wir nur Richard? Okay, wir gehen erstmal zu den Mönchen. Vielleicht fragen wir da mal rum. Wir fragen uns mal rum. Entschuldigt, könnt ihr mir sagen, was mit Shireen geschehen ist? Ich weiß, dass wir unter dem Krieg leiden, aber die Stadt ist mir nie so trostlos vorgekommen. Ach, was wissen wir schon?
Wir sind nur Pilger auf der Suche nach Gottes Wundern. Und einem Heiligen, der meinen Fuß heilen soll. Und meine Augen. Aber in Shiring scheint es heutzutage keine Wunder zu geben. Es heißt, der Graf bestraft sein Volk zur eigenen Unterhaltung. Ja, sowas habe ich auch gehört. Wie geht es denn mit eurer Pilgerfahrt voran? Immer einen Schritt weiter. Und manchmal einen zurück. Wegen meines Fußes. Tja. Hast du Interesse an etwas Pferdebrot? Ist das die einzige Art Brot, die du hast? Das ist die einzige, die noch nicht grün ist, denke ich. Wenn du grünes Brot verkaufst, werden deine Kunden krank. Und das wird dir nur Ärger machen. Was? Warte. Gehörst du zum Vogt? Nein, keine Sorge. Okay, vielleicht können wir die ja mal fragen, ob sie Richard gesehen haben. Habt ihr eine Gruppe Ritter gesehen, angeführt von einem Richard von Shiring? Nein, wir sind gerade erst angekommen und auf dem Weg zur Kirche. Trotzdem, vielen Dank. So, dann mal die flämischen Händler. Habt ihr eine Gruppe Ritter gesehen, angeführt von einem Richard von Shiring? Eine Gruppe von Rittern, sagst du? Haben Sie vielleicht Interesse daran, Leinen für ein neues Gambeson zu kaufen? Vielleicht, aber ich muss sie erst finden. Dann werden wir nach Ihnen Ausschau halten. Aha. Ihn noch, den Brotverkäufer. Hast du von Richard von Shiring gehört? Dem Ritter? Also, er hat hier heute jedenfalls kein Brot gekauft. Warum fragst du nicht den Vogt? Er scheint in letzter Zeit jeden im Auge zu haben. Okay. Den Schmied mal befragen. Habt ihr Richard und seine Ritter gesehen? Sie kamen vorbei und sahen sich ein paar Schwerter an. Aber sie haben nicht gesagt, wohin sie gingen. Könnten wir uns später übers Geschäft unterhalten? Ah, Lady Aliena. Mit euch immer. Ich hörte, die Geschäfte gehen schlecht. Das gilt nicht für mich. Viele Ritter benötigen meine Dienste. Seine Männer haben hier ganz schön aufgeräumt. Mir passt es sehr, dass der Graf die Straßen von Pack gesäubert hat. Und Leute, die sich über Löhne und Preise beschweren, waren nie meine Kunden oder Freunde. Aha. Mädchen mit einem Stück Fleisch. Was hast du da? Nicht zum Verkauf oder zum Essen. Nicht zum Stehlen. Geh weg. Keine Angst, ich tu dir nichts. Oh. Hast du eine Gruppe Ritter gesehen? Ich habe heute so viele Leute gesehen. Ist schon in Ordnung. Okay, ab ins Schinkenviertel. Oh. Die Säufer. Ich habe keine Zeit, mich mit ihm abzugeben. Nein, sie sind direkt dort drüben. Ich sehe sie schon. Ah, okay. Wo? Ich sehe sie nicht. Ich muss meinem Ritter das Geld geben. Ich habe keinen Grund, sie zu stören. Sind Gäste. Nie bring ich ein Werk zustand, fehlt mir Wasser am Magen. Hörst du? Schenk nach. Aber du hast den ganzen Tag noch nichts zustande gebracht. Vielleicht bin ich dann der nächste Graf. Klingt sehr nach ihm. Der war gut. Kein Grund nachzufragen. Da drüben sind sie. Ja, wo denn? Ich sehe doch keinen. Wie läuft das Geschäft? Da fliegt hinterm Schild. Schleppend. Zumindest habt ihr keine Stammgäste, wie es scheint. Selbst in schlechten Zeiten trinken die Menschen. Der Graf von Shiring hat gerade in schlechten Zeiten Steuern verhängt und das macht es alles schwieriger. Wenn ich Verse machen soll, aha. Das sieht doch mehr nach ihnen aus. Und da ist er doch. Ich hörte, ihr wollt Kaiserin Mathildes Armee entgegentreten, Sir Simmond. Wir kämpfen auf dem wunderschönen Feld bei der berühmten Burg von Lincoln. Lincoln? Das klingt ja so, als würden wir nur hingehen, um uns die Landschaft anzusehen. Der doch noch gar nicht existiert. Man darf doch wohl die Schönheit der Natur würdigen. Der amerikanische Präsident. Lasst euch von der Schönheit nur nicht ablenken, Sir Simmond.
1100 hat er noch keinen. Hat er existiert? Hoffe ich, meine Aufmerksamkeit ganz dem Feind widmen zu können. Ich glaube, der war später. Deutlich später. Heute reiten wir nach Lincoln. Die Getränke gehen auf mich. Jetzt müssen seine Vorfahren gewesen sein. Wirt, noch eine Runde für alle. Ihr seid der Beste, Richard. Dafür gibst du das Geld Sir aus. Richard, bitte. Ach Quatsch, wir sind doch alle Brüder. Es heißt Sir Richard. Oh. Ist das der, ist das der Bruder oder was? Ich dachte, du bräuchtest mein Geld für eine neue Rüstung. Oh, das tue ich. Ein Ritter. Das ist doch der Richter. Das ist. Ausrüstung. Hast du Alonsos neues Schwert gesehen? Das ist der Bruder von ihr. Mit ach, so gut ausstaffierten Waffenknechten. Wie könnte ich König Stefan mit minderem Rüstzeug entgegentreten? Und eine schlechte Rüstung könnte ihm das Leben kosten. Nur das Beste für die Beste. Du solltest verantwortungsvoller mit unserem Geld umgehen. Ich verwende es für meinen guten Ruf. Das ist verantwortungsvoll. Du zahlst für den Wein anderer Leute, von denen du einige nicht mal kennst. Ein Ritter zu sein ist mehr als nur kämpfen, Ellie. Es ist eine Lebensweise. Wir kämpfen zusammen, trinken zusammen, sterben zusammen. Richtig. Auf Teufel komm raus. Gemeinsam durch die Hölle. Du sagst es, als wär's was Schlechtes, Alonso. Aber du könntest unser Geld etwas umsichtiger ausgeben. Willst du, dass William Hamley Graf von Shiring wird oder ich? Was soll diese Frage? Wenn wir Glück haben, wird er nie aus dem Heiligen Land zurückkehren. Das ist er bereits. Was? Wir sind auf die Männer Robert von Gloucesters getroffen. Oh, Schreck. Zuerst war ich mir nicht sicher, ob er es war. Er trug den Mantel eines Kreuzritters. Oh, Schande. Nein, tut's nicht. Bitte, habt Erbarmen. Bei Gott, bitte. Ganz ruhig. Die Kreuzritter. Und dann rief König Stefan seinen Namen. William Hamley, kommt mit, wir reiten los. Warum hast du mir das verschwiegen? Ich wollte dich nicht aufregen. Wie bitte? Es geht hier nicht um dich oder mich, Ellie. Ein Monster wie ihn Graf werden zu lassen, würde nicht nur unseren Vater verraten. Es würde heißen, alle zu verraten. William ist ein Schlachter, ein dreckiger Bastard ohne Ehre. Hüte deine Zunge. Ihr sprecht vom Sohn des Grafen von Shiring. Ich bin der Sohn des Grafen. Sir Richard, euer Vater hat sich gegen den König gestellt und Titel und Land verloren. Rechtlich gesehen seid ihr nicht der Erbe des Titels. Was habt ihr da gesagt? Ganz ruhig. Verräterischer Hundsfott! Beruhigt euch oder ihr bringt euch noch gegenseitig um, anstatt des Feindes. Mich des Verrats zu beschuldigen, euren treuesten Waffenknecht. Ich oder William, trefft eure Wahl, Alonso von Toledo. Kommt schon! Manchmal muss es auch keine Entscheidung sein. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, sich zu vertragen. Das Vertrauen ist auch gut. Ihr verurteilt mich, weil ich die Wahrheit sage. Offenbar haben Sie keine Ahnung, wie man einen Streit ohne Kampf beilegt. Der mit dem größten Mundwerk wohl sicher. Ich will nur, dass ihr auf dem Boden bleibt. Nein. Wie wagt ihr es zu behaupten, dass William und sein fetter Vater ein Recht auf meine Grafschaft haben? Ich habe unsere Einnahmen dabei, Richard. Gut, zumindest auf meine Schwester ist verlass. Ich glaub's ja nicht. Es tut mir leid, aber so kann ich euch doch nicht in die Schlacht ziehen lassen. Ich hab dich um Geld gebeten, nicht deinen Ratschlag. Nun mal langsam. Können wir nicht einfach sagen, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sind?
Offenbar haben Sie keine Ahnung, wie man einen Streit ohne... Percy Hamleys Titel ist eine Tatsache, keine Offenbar Meinung. Haben Sie keine Ahnung, wie man einen Streit ohne das Kampf... Das stimmt nicht. Er hat ihn nicht verdient. Ich bezweifle, dass das Ihren Streit schlichtet. Es geht nicht darum, wer was verdient hat. Der König hat eine Entscheidung getroffen. Und was sollen wir jetzt tun? Ihr solltet das akzeptieren. Was habt ihr da gesagt? Musst du nicht auch mal arbeiten gehen? Der Graf hat die Mühle meines Alten abgefackelt. Keine Mühle, keine Arbeit. Und kein Geld. Oh nein. Ich habe wie euch nichts mehr zu sagen. Wie würdet ihr einen Streit wie den da drüben schlichten? Jeder hat seine eigene Art, mit Druck fertig zu werden. Sei es Essen, Glücksspiel oder Trost in den Armen einer Dirne. Zu meinem Glück verlegen sich die meisten aufs Trinken. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Sag ja, ich glaube, das ist keine Lösung, sondern ein Destillat. Sehr erwachsen. Ein Stück Brot getränkt in dunkler Soße. Einfach auch schmackhaft. Ja, wir können es mal versuchen. Der Tavernenbesitzer hat es mir was zu sagen? Ich will ihm nicht sein Niemals. Geschäft verderben. Aha. Streiten Sie sich häufiger so? Ja, Sie sind beide sehr stolz. Gebt ihnen ein paar Tage, dann legt es sich. So lange können wir leider nicht warten. Vielleicht bist du bloß hungrig. Machst du Witze? War nicht so gemeint. Ist nur Snickers. Genau. Genau das. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Nein. Es tut mir leid. Seht ihr, ganz einfach. Ich habe nichts Falsches gesagt. Können wir das Ganze nicht ruhen lassen? Nein. Okay. Ich bezweifle, dass das ihren Streit schlichtet. Müssen wir mal Philipp herrufen. Wie würdest du einen Streit schlichten? Also, ich laufe immer weg. Oh, aber die beiden sind eigentlich Freunde. Weglaufen hilft da nicht. Dann lass sie ein Spiel spielen und der Gewinner kriegt recht. Ah, gute Idee. Okay. Ein Spiel. Müssen wir es jetzt ausprobieren, oder was? Vielleicht ist das ja schon die Lösung. Habt ihr irgendwelche Spiele dabei? Warum sollte ich ein Spiel mit in die Schlacht nehmen? Um dich auf andere Gedanken zu bringen. Ich brauche sowas was zu nicht. Sagen? Niemals. Das hat sehr viel gebracht. Habt ihr irgendwelche Spiele? Brettspiele haben keinen Platz auf dem Schlachtfeld. Ihr habt nur Angst, sie kaputt zu machen. Können wir das okay, dann müssen wir noch eine Lösung Nein. suchen. Okay, da wollte ich eigentlich gerade nichts hin. Vielleicht können wir mal den Schmied fragen, ob er ein Spiel hat. Nein, das ist nicht die Art Spiel, die das Mädchen meinte. Die flämischen Händler haben bestimmt was. Das könnte passen. Keine Spiele hier. Oder auch nicht. Habt ihr irgendwelche Spiele dabei? Wir haben ein Damenspiel aus Frankreich bei uns. Oh.
Kein Grasenspiel. Wenn ihr es vor dem Abend zurückbringt, sehe ich kein Problem darin. Selbstverständlich. Mönche ohne ein Kartenspiel im Mittelalter. Das glaube ich ja kaum.